Hallo liebes Bazurro-Kind, schön, dass du da bist. Ich bin Selina und ich darf dir heute einmal dabei helfen, deinen Aufpasser in dir stark zu machen. Aber was ist eigentlich ein Aufpasser? Wofür brauchen wir den? Den brauchst du, damit wenn jemand bei Bazurro oder in der Schule oder im Kindergarten dir etwas erklärt, du ganz gut zuhören kannst und ganz viel Neues lernen kannst. Und dein Aufpasser, der ist auch wie ein kleiner Detektiv in deinem Körper. Der kann zum Beispiel bemerken, wenn dir etwas wehtut, zum Beispiel beim Kämpfen. Oder auch wenn es dir mal nicht gut geht und jemand dich geärgert hat, dann bemerkt er das auch ganz, ganz schnell. Und den wollen wir heute einmal zusammen stark machen und dafür brauchen wir einen Gegenstand. Ich habe hier zum Beispiel einmal mein Kuscheltier, das hilft mir dabei. Und das geht eigentlich ganz leicht. Und zwar legst du dein Kuscheltier oder deinen anderen Gegenstand einmal vor dich hin. Deine Eltern stellen einen Wecker auf 3 Minuten und können mit dir dann zusammen das Kuscheltier anschauen. Du darfst dann nur für diese 3 Minuten die ganze Zeit auf das Kuscheltier draufschauen. Und dann kannst du den Gegenstand beschreiben. Zum Beispiel, meins hat eine Knopfnase oder hat 2 Ohren, ist flauschig. Und für 3 Minuten wendest du deine Augen nicht von dem Kuscheltier ab und wenn der Wecker klingelt, dann hast du es geschafft. Das ist gar nicht so einfach, überhaupt nichts anderes zu tun für 3 Minuten, aber ich bin mir ganz sicher, dass du das schaffen wirst und deinen Aufpasser stark machen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg. Tschüss!